Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Strukturen beschäftigen und genauer gesagt schauen wir uns an, wie wir Strukturen definieren können. Strukturen sind der letzte Typ, den uns das C#-Typsystem eben zur Verfügung stellt, die wir einsetzen können. Und im Prinzip sind Strukturen sehr, sehr ähnlich zu Klassen. Allerdings gibt es einige eklatante Unterschiede, die man eben beachten muss. Ich fange einfach mal an, dass wir hier uns eine Beispielstruktur definieren. Und ich werde nebenbei, wenn ich diese Struktur hier eben schreibe, schon ein bisschen was erzählen. Also wir sehen offensichtlich, Unterschied 1 ist, dass wir hier eben struct schreiben statt class, wie wir es sonst gewohnt sind. Danach kommt aber eben der übliche Bezeichner, davor Modifizierer. Und wir haben hier eben iEquitable of Point. Das heißt, wir können wohl zumindest Interfaces in Strukturen implementieren. Und wenn ich hier eben so weiterschreibe, dann sieht man eben, aha, wir haben eben auch Felder in Strukturen, die wir definieren können. Wir können offensichtlich einen Konstruktor schreiben. Und wenn ich dieses Interface implementieren möchte in diese Struktur, dann muss ich wohl natürlich auch eben Echos überschreiben. Und wenn wir hier eben von der typischen Werte-Objekt-Funktionalität ausgehen, das heißt, wenn wir zwei Punkte haben, die die gleichen Koordinaten x und y haben, dann sollen sie als gleich gelten, dann stoßen wir hier auf ein Problem. Das sagt auch schon das Code-Tool, das ich hier eben einsetze. Das sagt eben, wie uns auch schon bekannt ist, dass wir nicht einfach zwei Double-Werte mit ist gleich vergleichen können, weil, wie wir ja schon in vorherigen Videos zu den Gleitkommazahlen eben kennengelernt haben, vor allen Dingen also bei den Binären, können wir uns nicht sicher sein, dass zwei Gleitkommazahlen, die eigentlich den gleichen Wert haben sollen, auch tatsächlich den gleichen Wert haben. Das ist nicht immer der Fall, wie wir schon wissen. Und damit wir das eben umgehen können, sollten wir eigentlich immer hier diese beiden voneinander abziehen, dann das absolute, Entschuldigung, also auf Deutsch heißt es den Betrag bilden und dann gucken, ob das in einem gewissen Toleranzbereich ist. So, und dann müsste ich mir jetzt hier erstmal überlegen, was ist denn hier ein sinnvoller Toleranzbereich? Und damit ich nicht ständig hier diese Formel schreiben muss, habe ich mir hierfür eine Extension Method für Double geschrieben, damit man auch noch mal sieht, dass man das auch anders einsetzen kann. Also ich muss hier einfach bloß ist gleich mit x aufrufen. Wir schauen uns gleich diese Extension Method an, wenn ich sie hier noch auch auf y angewendet habe. Dann schauen wir hier mal kurz rein, was passiert. Klingt eben für eine Extension Method, ist es eben üblich. Statische Klasse, statische Methode. This beim ersten Parameter, dann haben wir eine Extension Method. So, und was mache ich hier? Bei diesem ist gleich mit möchte ich eben diese beiden Werte hier vergleichen. Dann sage ich eben hier, wie gewohnt, ich ziehe die beiden Werte voneinander ab, bilde hier meinen Betrag und mit dann, Entschuldigung, ich muss nochmal anfangen, dann fange ich eben hier mit dieser Präzision, die eben ein Double-Wert standardmäßig bietet. Wir wissen ja, die liegt ungefähr bei 15 bis 16 Stellen hinter dem Komma. Und ich gebe hier eben mit dieser wissenschaftlichen Notation an, dass ich hier eben diesen Betrag, der sich aus dieser Differenz hier ergibt, um 15 Stellen nach hinten verschiebe, damit ich hier eben meine Toleranz habe.
Gut. Dann setze ich eben diese Toleranz hier einfach ein und sage dann eben, wenn diese beiden Werte, hier die gewohnte Formel eben, deren Betrag voneinander abgezogen werden und dieser kleiner als die Toleranz ist, dann passt das Ganze. Dann gebe ich eben true zurück, ansonsten false. Und diesen Standardwert für die Toleranz, den leite ich mir eben ab, indem ich hier diese beiden Werte vergleiche und dann den Unterschied zwischen beiden Werten nochmal mit der Genauigkeit von eben 15 Stellen nach dem Komma für einen Double-Wert verschiebe und dadurch habe ich eben meine Toleranz, die ich jeweils einsetzen möchte. Okay, zurück zu Strukturen. Wir haben hier eben gesehen, dass das möglich ist. Was auch noch möglich ist, ist, dass wir hier eben toString beispielsweise überschreiben. Und was wir hier eben machen können, ist, wir könnten hier stringformat aufrufen und dann eben sagen, das ist ein point an der Stelle 0 und an der Stelle 1. Und wir haben dann hier eben x und y noch mit angegeben. Ja, so sieht eine Struktur aus. Wir haben, also im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich zu Classes. Wir können in Strukturen genauso Felder, Methoden, Properties und Events definieren, wie in Klassen auch. Wir können auch Konstruktoren haben, allerdings gibt es da einige Einschränkungen. Wir können Interfaces implementieren, auch das haben wir hier gesehen. Ansonsten sieht es aber recht mager aus mit Vererbung. Aber prinzipiell von der Struktur her ist eine Struktur hier eben sehr ähnlich zu einer Klasse. Wir werden uns im nächsten Video genauer mit den Unterschieden von Strukturen und Klassen beschäftigen. Ich wollte Ihnen in diesem Video bloß mal zeigen, wie eine Struktur eben aussieht und Ihnen klar machen, okay, sehr ähnlich wie eine Klasse, aber es gibt eben eklatante Unterschiede, die werden wir uns gleich anschauen. Bis jetzt wissen wir aber zumindest mal, dass so die Grundfunktionalität, die wir von einer Klasse auch erwarten, also hier zum Beispiel, dass wir von Object bestimmte Sachen überschreiben können, dass wir eben Interface-Methoden implementieren können, dass wir Konstruktoren haben und dass wir hier eben Felder haben. Properties und Events habe ich hier in dieser Struktur jetzt noch nicht gezeigt. Das ist eben so der Punkt, den wir hier sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.